Jo, ich bin's wieder, Mike, hier vom Stand bei Sony. Wir haben jetzt das Z2 vor der Linse und da hören wir uns einfach mal an, was das Tolles Neues kann. Das Xperia Z2 ist unser neues Flaggschiffmodell. Es kommt weiterhin wie der Vorgänger mit einem schönen Aluminiumrahmen daher. Es hat einen magnetischen Anschluss zum Laden. Es hat den MicroSD-MHL-Anschluss. Es hat einen 3,5 mm Anschluss, der fünfpolig ist, bei dem ich ein Digital Noise Cancelling Headset anschließen kann, um meine Geräusche und mein Umfeld zu minimieren. Auf der Rückseite haben wir weiterhin die 20-Megapixel-Kamera, die jetzt auch 4K-Videos aufnehmen kann. Hier auf dieser Seite sehen wir den MicroSD-Anschluss. Das heißt, ich kann bis zu 64 GB an Speichererweiterung hinzupacken und natürlich die dedizierte Kamerataste. Auf der Front fällt uns auf, dass das Display größer geworden ist. Wir haben jetzt 5,2 Zoll Display mit IPS, In-Plane-Switching-Technologie, damit man aus allen Blickwinkeln das Smartphone sehr, sehr schön betrachten kann. Wir haben weiterhin die Triluminos-Technologie mit an Bord, um die Farben besser darzustellen. Und zusätzlich haben wir dem Ganzen noch einen 3200 mAh starken Akku dazu gegeben, damit man sehr, sehr lange durch den Tag hält. Also 1,5 Tage mit Stamina-Modus sollten hier auf jeden Fall mit drin sein. Wir haben das Menü ein bisschen aufgefrischt. Das Ganze erinnert sehr, sehr stark an das PlayStation 4-Menü. Wir haben ein paar neue Kameraelemente mit dazu an Bord. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, sehe ich ein paar neue Optionen. Dort wird dann entsprechend 4K-Video mit aufgenommen, Timeshift-Video für Slow-Motion-Videos oder Hintergrunddefokussierung für Leute, die gerne mit Elementen in ihrer Kamera experimentieren oder vielleicht auch kreative Effekte, die besonders gut ankommen bei der jüngeren Zielgruppe, die sich sehr, sehr oft auf Facebook oder auf Instagram bewegt. Das heißt, dort habe ich die Möglichkeit, während ich meine Videoaufnahme mache, entsprechend die Einstellungen zu verändern. Ich kann während der Videoaufnahme dann auch entsprechend hier hochgehen und den Modus abändern und habe so die Möglichkeit, mir ein ganz schönes, kreatives Video zusammenzustellen und mit meinen Freunden zu teilen. Insgesamt haben wir hier ein sehr, sehr schönes Flaggschiffgerät mit hochwertigen Specs, mit dem neuesten Qualcomm Snapdragon 801 Prozessor, 2,3 GHz Quad-Core, 3 GB RAM, 16 GB internem Speicher. Es kommt im zweiten Quartal und wird sich preislich ungefähr im gleichen Segment bewegen wie das Xperia Z1. Super. Ja, da freuen wir uns drauf und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.